Mit dem anderen kommt das Geld ab. Längst hat man das Recht, eigene Münzen zu drehen und Wechselhandel zu treiben. Der Bankierwutschel macht die Stadt im 18. Jahrhundert zur Geldmetropole Europas. Sitz von Firmen mit Weltruf aus Wirtschaft, Industrie und Handel. Frankfurts Messen und Ausstellungen gelten als Wirtschaftsbarometer. 400.000 mehr als eine Stunde, was gut hilft. Und Wohnungsanbindung. Überall Himmelsschirme aus Beton, Aluminium und Glas. So als die Gipfel treffen. Wen wundert's? Bei jeder Finanzkrise, die man hier hat. Ein paar bleibt man. Und ein Großpass. Kapitalistische Deutsche. Die Nationalversammlung nimmt seine Arbeit auf. Und 100 Jahre später wurde man wieder zeigen, wo es lang geht. Das Bundeshauptstadt. Aber da haben wir die Wahl durch die Bürger nur knapp verloren. Und jetzt, obwohl man den Nachlass für den Bundestag schon fast fertig ist.